Willkommen zum Video heute. Ja, heute ist so ein Thema, heute mit TS heute. Und zwar, ich will eine Tour fahren und TS regt mich auf heute. Und zwar, ich wollte eine Tour fahren mit, die Strecke, diese Freiburg-Basel irgendwas, die normale Version, ne? Meine Güte. Diese Strecke wollte ich fahren. Der Nachteil, wenn ich hier drauf drücke, will er nicht, dass ich das spiele. Er will das nicht, die Strecke. Aber es gibt natürlich jetzt Plan B, dieses Abschaffung machen können. Und zwar, wir müssen jetzt einfach gucken. Und zwar habt ihr die Strecke auf die. Ich zeige verschiedene Installationsmöglichkeiten. Ich zeige es euch. Hast du die Strecke auf Steam gekauft? Die Strecke, dann kann Steam auch für dich helfen. Das heißt, Steam kann dir die selber Haken raus, Reichen rein. Ich habe das selber gekauft, die Strecke. Das ist ganz easy. Und zwar, wir gehen jetzt hier runter. Und zwar gehen wir hier rauf, klicken auf Ändern. So, jetzt warten ein bisschen mal. Da kommt wieder zum Installer. Dankeschön, da kommt er. Und zwar, du kannst auch hier in den Programmpfad ändern. Das heißt, hier reparieren. Und bitte legt die CD ein. Das ist sehr wichtig, die CD einzulegen. Das heißt, für die Strecke. Das heißt, ich packe die auch mal rein in mein CD-Laufwerk. So, und dann wir klicken nochmal drauf. So, wir klicken hier reparieren an. Und jetzt fängt die Installation an, fängt zu reparieren. Geht das nicht? So, jetzt ein bisschen Lärm gemacht. Da kann ich euch ja... So. So, drüber packen. So, besser. Das heißt, jetzt scannt er die ganzen Sachen. Das heißt, er scannt hier. Jetzt warten wir mal und wir können einfach den Cut einfach mal gehen und wir machen jetzt mal einen Cut und ja. So, Installation ist die Reparatur ist gleich fertig für das Add-on. So. So. Dann startet dein TS nochmal neu. Wenn es noch nicht geht, dann gibt es noch eine andere Wante. Die will ich auch gleich mal zeigen. Wenn ich mehr das brauche, das brauche ich auch noch. So. So. Warten nochmal. Jetzt starten wir das wieder mal. Ja. Auffahren. So, so. Da suchen wir die Strecke aus und geht immer noch nicht. Das heißt, wir müssen hier auf Ändern klicken, auf Deinstallieren. Das ist mal das wichtig zu deinstallieren. Wenn die Strecke Feature entfernen, das kannst du jetzt einfach hier auf Deinstall klicken. So. So, jetzt startet der Durchlaufvorgang. Ja, bitte, sehr wichtig. Schmeiß mir das runter. Wenn ihr deinstalliert habt, habt ihr so eine CD. Das heißt, die CD, Rechtsklick, auf Installation ausführen. Der bringt euch zum Installer. Ja, bin sicher. Deutsch bin ich. Bin Deutscher. Das heißt, weiterklicken. Klicken wir auch auf Weiter. Das heißt, hier musst du noch die E-Mail-Adresse testwecken. Mache ich das mal.
zum Login-Daten. Zeigt es gerade nicht, weil da müsst ihr natürlich die E-Mail-Adresse eingeben und müsst auch die Sendungsnummer für Testzwecken, für Datenschutz solche Sachen. Da steht auch der Prod, der Key drauf. Für ein, ich will das halt nicht zeigen. Also ich will das nicht zeigen, weil sonst kann das jeder nachmachen und ich hoffe, ihr kommt mit klar. Ich will das nicht, dass ihr mein Produkt Schlüssel seht für Add-on. Hm. 7,52. So. So, hab's gar nicht geschafft. So. Wir klicken jetzt auf weiter. Yep. So. Weiter haben wir geklickt. Das heißt, jetzt hier der Verzeichnis. Können wir jetzt einfach mal einen Ordner neu suchen. Muss ich gucken. Wo ihr ihn installiert habt, das ist euch überlassen. Wir klicken jetzt hier auf den PC an. Da habe ich den installiert, weil ich das hier installiert habe. Und wir kopieren das hier ein. Das heißt, hier kopiert das ein hier. Das heißt, es kopiert, dann fügt das Ganze hier ein. Könnt auch durchsuchen hier das Ganze auch hier benutzen. Ne? Das heißt, könnt auf das System drauf drücken, zeige es dir so, wenn es nicht hilft, so anklicken, dann klicken wir auf weiter, dann noch für Abfragen weiter klicken, und was ich noch besitze ist noch Dralinereck, also diese, ja, was steht denn hier, Deutschland, Österreich und die Schweiz besitze ich auch noch. Ganz in Ordnung, finde. Also Dreiländereck finde ich auch ganz so gut. Kann man Spaß. Heute filme ich aus dem Dreiser. Ja. Kann das Bild machen. Bitte nicht wundern. Der R30. Da habe ich einfach auf dem Bahnsteig Foto drauf gehalten. So, Installation haben wir jetzt durch. So. Auch fertigstellen. Nochmal TS starten. Nochmal, ob es funktioniert oder nicht. Jetzt lädt er sich aus den Internetdateien runter, aber über einen Cut. So, jetzt sind wir hier gelandet und jetzt muss eigentlich das funktionieren eigentlich. Nee, der funktioniert nicht, also funktioniert so nicht. Also das heißt, irgendwas hat die Strecke irgendwo eine Macke und ich kann das einfach nicht zocken, also tut mir leid, also so kann ich es nicht zocken, tut mir leid, aber da muss ich mir ein Dralinereck irgendwann installieren. Jetzt will ich mal schauen, ja. Ob ich mal im Dings hier fahren kann, auch in freiem Modus fahren kann, oder geht das einfach noch nicht mehr, oder was? Das heißt ja auch schnell Spiel, das heißt, jetzt mache ich das einfach mal mit dem Zug, den ich ja auch, den ICE-1 habe ich jetzt nicht mehr, den habe ich runtergeschmissen, weil erst seine Fahrphysik kacke ist. So, aber ich habe nur IC4 noch, den gefällt ja, kann ich empfehlen, den Zug zu empfehlen, kann ich euch empfehlen. Die besten Züge, die man haben kann aus Europas. Nee, dann leck mich am Arsch, sonst. Ja, funktioniert nicht, also. Keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Und zwar diese Freifurt-Basel da. Diese, Basel, Freiberg funktioniert nicht. Also funktioniert die Karte nicht. Also funktioniert nicht.
Also, da muss ich gucken, wie ich das machen tue. Vielleicht würde ich das Ganze einfach diese Strecke ja deinstallieren und wenn es nicht geht, dann kann ich wieder runterschmeißen. Ja, dann würde ich sagen, tut mir leid, aber Wiedersehen, tschüss.